Detzner-Mikrofon mit dem Auftrag, zerstöre Festtagsdekorationen mit dem Auto bzw. überfahre sie. Und ihr landet am besten dafür bei Slavy Shores hier auf der Tanke. Und bei mir steht hier direkt ein LKW. Ich hoffe bei euch auch. Dann braucht ihr nur noch ein bisschen Glück, am besten hier solch eine Rampe zu schnappen und die auf den LKW draufzuziehen, weil dann könnt ihr easy alles zerstören. Und ihr braucht nicht über die ganze Map zu fahren und euch die Büsche zu suchen. Ihr braucht hier wirklich nur so zwei, dreimal landen. Und dann fahrt ihr hier die Häuserfassaden ab, hier links daher. Und dann seht ihr hier diese andersfarbigen Glühbirnen, sage ich mal. Die zählen auf jeden Fall als Festtagsbeleuchtung. Die auf jeden Fall ummähen und hier zum Beispiel diesen Nussknacker und vorne die Zimt- oder Zuckerstangen auch alle umfahren. Das zählt dann alles hier mit rein. Hier ein bisschen die Häuser ummieten. Und das Beste dabei ist, ihr findet natürlich auch noch Unmengen an Loot. Ihr könnt euch zum einen ausrüsten, zum anderen könnt ihr vielleicht ein Geschenk finden. Das könnt ihr dann in diesem Ort direkt einlösen. Oder ihr nehmt es mit und löst es noch in zwei anderen Orten ein, weil das ist ja auch eine wöchentliche Challenge. So, wenn ihr jetzt hier ein bisschen rumgefahren seid durch diesen Ort, also hier nochmal das Geschenk, das ist auf jeden Fall auch eine Challenge. Die könnt ihr hier direkt noch mitmachen im besten Falle, weil hier doch ziemlich viel Loot droppt. Fahrt ihr hoch in die Schneewelt und dort wartet noch eine Hütte hier auf euch. Denn hier gibt es einige Zuckerstangen und viel Deko an der Hausfassade. Hier einmal drumherum fahren, rund um das Haus ummähen. Hier die Zuckerstangen auf jeden Fall alle mitnehmen und dann seht ihr schon, kriegt ihr ruckzuck die Phasen voll. Wie gesagt, landet ein, zwei, dreimal bei Slavy Shores, fahrt die Route bis zu diesem Haus hier ab. Natürlich werden der ein oder andere Spieler euch begegnen, wie zum Beispiel bei mir hier. Versucht euch nicht stören zu lassen. Wenn ihr den LKW habt, habt ihr auf jeden Fall auch die größere PS-Zahl und könnt ein bisschen hier durchheizen. Er kriegt nämlich hier irgendwie nichts kaputt. Und ja, falls euch noch die Fähigkeit aufploppt, nehmt auf jeden Fall geländetauglich. Ansonsten habt ihr die Challenge dann ruckzuck geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns, meine Freunde. Haut rein.